Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Force of Nature. Wir sind ja hier stehen geblieben bei der Basis und jetzt schauen wir gleich mal nach den Kupferwaren. Ah ja gut, einer ist schon fertig. Das ist doch erfreulich. Und dann brauchen wir außerdem noch ein bisschen Wolle. Und deswegen gehen wir hier gleich mal zu unseren Schafen und füttern die wieder fleißig, damit die noch mehr Wolle produzieren. So, gut. Und was brauchen wir jetzt eigentlich noch für den Beduinenhut? Was war es noch gleich? Goldbahn brauchen wir noch. Das heißt, ich muss hier noch 4 Goldmünzen sammeln. Dann brauchen wir noch Seile. Und gut, die Stoffe bzw. die Kupferbahn werden ja schon entsprechend hergestellt. Nun gut. Dann können wir ja hier gleich mal die Palmwedel sammeln. Perfekt. Aber jetzt wird es ausgerechnet dunkel. Nun gut. Hilft ja nichts. Den einen Busch hier nehmen wir auch noch mit. Oder vielleicht auch noch einen zweiten. Und dann gehen wir auch gleich wieder in Richtung Strohbett. Na komm her. Vielleicht hast du gleich Goldmünzen für uns. Das wär's jetzt. Nee, leider nicht. Aber gut. Einen Versuch war es auf alle Fälle wert. So, perfekt. Dann probieren wir es nochmal da hinten mit den Goldmünzen. Beziehungsweise natürlich auch mit den Palmwedeln. Denn ohne die gibt es keine Seile. Und ohne Seile gibt es keinen Beduinenhut. So, weg mit dem ganzen Grünzeug. Perfekt. So, wie schaut's hier aus? Seile stellen wir uns gleich mal her. 27 Stück. Nicht genug freien Speicher für Seil. Ach so. Die Bretter sollte ich natürlich schon noch mitnehmen. So, und da ist auch schon ein Goblin unterwegs. Genauso wie ein Wildschwein. Perfekt. So, komme ich hier durch? Nee. Das ist kein guter Weg. Vielleicht gibt es oben einen besseren. Schauen wir mal. Wenn ich hier rüber gehe. Ah ja. Das schaut doch ganz passabel aus. Komme ich hier durch? Nee, noch nicht. Aber gleich. Sodele. Und da vorne warten auch schon wieder Goblins. Sogar richtig viele. So, wie viele Goldmünzen habe ich jetzt schon? 29 Stück. Eine Münze fehlt uns noch. Vielleicht bekommen wir die von dem Goblin hier.
Nee. Ja, auch nicht. Aber da vorne waren noch Goblins. Na, kommt mal her. Ah ja, sehr schön. Das schaut doch gut aus. So, wunderbar. 31 Goldmünzen. Das reicht vollkommen. Mehr braucht man gar nicht. So, und ich bin von wo gekommen? Von hier nicht. Wo war es jetzt noch gleich? Ah ja, doch, da war es. Gar nicht gesehen. Der Fuchs hat sich hier versteckt. So, gut. Dann ist er auch Geschichte. Wie schaut's denn mit unseren Stoffen aus? So, Fertigstoff. Dreimal. Das sind aber immer noch drei zu wenig. Dann müssen wir hier gleich mal zu unseren Schafen gehen wieder. So, mitnehmen. Nicht genug Rohstoffe zum Füttern. Woran scheitert's? Wahrscheinlich wieder am Wasser, oder? Ah ja. Warum wundert mich das nicht? So, machen wir es mal so. Und die Kupferbahnen sind auch schon fertig. Perfekt. So, und dann stellen wir uns hier gleich noch die Goldbahn her. Wunderbar. So, Schaf Nummer 2 ist da hinten. Das füttern wir auch gleich mal wieder. Hier machen wir nur kurz zu. Und dann können wir hier auch gleich wieder die Wolle mitnehmen. Perfekt. Normalerweise müsste das jetzt auch genügend Wolle sein. So, hier müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Gut. Aber die Asche ist jetzt anscheinend fertig. Das ist doch erfreulich. Das heißt, wir können uns noch weitere Portale errichten. Perfekt. Gut. So, und dann können wir eigentlich gleich wieder Salbei anbauen. Denn der ist ja wichtig, damit wir uns die Tränke herstellen können. Nicht genug Rohstoffe. Mann, oh Mann. Das Wasser ist ein großes Problem. So, was brauchen wir jetzt für den Brunnen? Weil so langsam stört mich das ein bisschen. Nägel brauchen wir und Seile. Aber ich habe nicht genügend Eisenbahn. Beziehungsweise Seile habe ich auch nicht. Obwohl, doch, Seile habe ich schon. Hier drinnen habe ich Seile. Nun gut, wir kümmern uns mal ein andermal um die Wasserversorgung. Ich will mich hier primär um den Beduinenhut kümmern. Und auch um die Bergung des zweiten Force of Nature Stücks. Denn ansonsten haben wir eigentlich keine offenen Aufgaben mehr, oder? Genau, nur noch erreiche einen neuen Level. Und dafür braucht man Goldbahn und Bronzebahn. Und auch noch diese Topaz-Splitter. Da habe ich aber erst einen. Das wird schwierig. Aber gut, mit Level 8 stehen mir dann wieder viele Bauoptionen zur Verfügung. Unter anderem ja auch der Schuppen, glaube ich, oder? Genau, Level 8. Also das wäre auf alle Fälle empfehlenswert. Denn dann könnten wir auch die Kisten bauen.
und mal den ganzen Krempel hier, der auf dem Boden verteilt ist, entsprechend aufräumen. So, Rezepte, Beduinenhut, perfekt. Stellen wir uns einmal her. Das Salbei ist auch schon wieder reif. Das ist doch gut. Dann nehmen wir den gleich mal mit. Nicht genug Rohstoffe, nun gut. Ist ja auch egal. So, und dann schlafen wir mal wieder bis zum Morgen. Bei der Hälfte sind wir schon beim Beduinenhut. Und zwischenzeitlich könnte ich eigentlich mal wieder ein bisschen was wegschmeißen. So, weg damit, weg damit. Das Fleisch hier können wir eigentlich auch gleich wieder brutzeln. Machen wir es mal so, 13 Stück. Und Wasser nehmen wir gleich wieder mit. Herstellung vollendet, Beduinenhut. Dann nichts wie hin zum Schneidertisch. So, perfekt. Gut. Sehr schön. Und dann gehen wir jetzt auch gleich wieder nach Andromeda. Beziehungsweise wir teleportieren uns nach Andromeda. Mit gehen wäre ich ein bisschen länger beschäftigt. So, da oben ist anscheinend unser Goblin abgeblieben. Gut. Was bitteschön ist das da unten? Das schaut ja aus wie der Teufel höchstpersönlich. Oh Mann, ich habe ein bisschen Schiss. Aber gut, jetzt hilft's nichts. Ich werde hier sowieso schon angegriffen. So, gut. Das Vieh ist tot. Und der Skorpion ist auch schon Geschichte. Und der Goblin will hier anscheinend auch noch mitmischen. Nun gut, komm mal her. Na komm. Perfekt. So, was haben wir hier eigentlich bekommen? Fangzähne. Interessant. Sodale. Du wartest hier schon auf mich, sehnsüchtig. Das ist ja lieb. Oh Mann. Das ist überhaupt nicht gut. Drei Gegner auf einen Haufen und dann sind es hier zwei Golems und beziehungsweise nee, das sind sogar vier Gegner. Okay, das packe ich nicht. Zumindest nicht, wenn wir hier in der Wüste sind, denn ihr seht es ja selbst am Ausdauerbalken. Der sinkt kontinuierlich. Das ist hier fast die bessere Option, wenn ich hier lang gehe. Ah ja, der Golem kommt hier nicht durch. Das ist Pech, gell, wenn man so groß ist. So, auf ihn. Oh Mann, der hält aber mal richtig viel aus. So, die Gesundheit geht nach unten. Ich muss weg. Ich muss sowas von weg. Sonst schaut es hier richtig, richtig übel aus. So, lasst mich durch. Mann, oh Mann, oh Mann. Puh. So, was habe ich jetzt eigentlich bekommen? Einen Stein und drei Steinsplitter. Beziehungsweise, nee. Ich habe auch noch einen Purpursplitter bekommen. Schauen wir doch gleich mal in die Enzyklopädie. Steht hier noch irgendwas drinnen von den Monstern? Nee. Da steht nur drinnen, was ich immer mit einem neuen Level bekomme. Auch nicht verkehrt. Haben wir uns bisher noch nie angesehen. Gut zu wissen.
Aber trotzdem, ich muss hier erst noch was futtern, bevor wir weitergehen, weil sonst wird das eine sehr kurze Reise. So, weiter geht's. Vielleicht nehme ich sogar noch ein paar Äpfel mit, für den Fall der Fälle. Man kann ja nie wissen. Gut. 7 Stück haben wir. Besser als nix auf alle Fälle. Oh Mann, oh Mann. Diese sengende Hitze. Oh shit. Die habe ich gar nicht gesehen. So, mein Goblin ist Geschichte. Dann ist es jetzt wohl an mir, dass ich hier den Tod meines Goblins räche. Gut. Das wäre geschafft. Und hier vorne wird es auch schon wieder ein bisschen besser vom Klima anscheinend. Das ist äußerst erfreulich. Jetzt müssen wir aber erst hier noch durch den Urwald. Beziehungsweise ich gehe in die falsche Richtung, oder? Ja, das ist nicht gut. Aber hier vorne erstreckt sich nur die Wüste. Vielleicht nehme ich sogar einen kleinen Umweg in Kauf. So, sehr schön. Puh. Wir sind raus aus der Wüste. Zumindest aktuell. Und da vorne wartet schon der nächste Skorpion auf uns. Beziehungsweise, nee, das sind sogar zwei. Und der eine hat wieder einen Giftstachel, dieser goldene. Und da hinten ist noch ein Golem. Na, wunderbar. Nun gut, erstmal was futtern. So, der Skorpion kommt schon. Perfekt. Wir wurden hier nicht vergiftet. Aber ich glaube, das ist das geringste Problem. Wir gehen hier mal durch. Vorbei an den Golems. So, Wildschweine direkt voraus. Wie schaut es mit meiner Gesundheit aus? Ganz gut soweit. Eins können wir vielleicht killen. Nein, nicht drei auf einen Streich. Das ist unfair. Das ist richtig unfair. So, ich muss weg. Drei Wildschweine wollte ich hier nicht anlocken. Das ist schlecht für die Gesundheit. Puh, das ist nochmal gut gegangen, denn die Wildschweine da vorne waren wahrscheinlich Level 4, vielleicht auch noch höher. Und nachdem es in dem Gebiet hier richtig, richtig übel zugeht, will ich da nichts riskieren, um ehrlich zu sein. Habe ich noch irgendwas anderes zu futtern dabei? Nee, aktuell leider nicht. Wirklich nur die Äpfel. Und die Auster, ihr seht selbst, das ist echt Wahnsinn. In der Wüste ist das nicht lustig. Gehen wir mal hier hin. Wahrscheinlich wird es jetzt zusehends wichtiger, dass ich auf den Bogen umsteige. Denn es gibt ja hier auch verschiedene Pfeiltypen. Gut, man kann sie hier nicht sehen, Steinpfeil, aber
Da drüben, glaube ich, haben wir sie gesehen im Lexikon. Neu in Level 8. Genau, zum Beispiel diesen Flammenpfeil. Beziehungsweise, nee, halt. Level 8 sind wir noch gar nicht. Level 7. Da haben wir ihn. Brennender Steinpfeil. Brosepfeil. Und. Oder vergifteter Steinpfeil. Leider sehe ich hier nicht die Zutaten. Das wäre es jetzt noch. Aber gut. So, es ist wieder hell. Wir probieren es nochmal. Mit den Wildschweinen. Aber wenn es zu heikel wird, dann verziehen wir uns lieber. Ah ja. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Wir killen erstmal das Wildschwein. Sofern es hier durchkommt. Nee, anscheinend nicht. Gut, aber dann können wir uns. Doch. Hier kommt jemand. Und das ist nur ein Goblin. So, den machen wir mal eben. Na komm her, Wildschwein. Hier spielt die Musik. Na komm. Perfekt. Nee, nicht perfekt. Jetzt passt's. So, diese Golems hier kommen ja da normalerweise nicht durch, oder? Das heißt, ich könnte die ja hier eigentlich herlocken. Muss nur ein bisschen auf meinen Lebensbalken aufpassen. Gut, einer ist tot. Das ist doch erfreulich. So, wieder was futtern. Und zwar richtig viel. So, und jetzt schaut schon schlecht aus, weil ich keine Äpfel mehr habe. Aber gut, dann fällen wir mal den Baum hier. Weil ich bin ehrlich, ich will hier noch den Golem killen. Na komm. Hier spielt die Musik. So, Level 4. Schaffe ich's oder schaffe ich's nicht? Das schaut gut aus. Wir schaffen's. Perfekt. Noch ein Golem weniger. Wunderbar. Ihr Lieben, ich sage an der Stelle auch schon wieder vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Folge von Force of Nature. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.